Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute geht es speziell um ein spezielles Werkzeug, aber wir haben hier ein Beispielfahrzeug, Audi. Zu dem Problem werden wir auch noch kommen, da wird ein separates Video zu abgefilmt, zu dieser Krankheit, wo Start-Stopp nicht funktioniert, separates Video. Hier geht es einfach nur darum, wie man eine Durchgangsprüfung machen kann. Wir haben schon mal ein separates Video dazu gemacht, da haben wir eine Lampe angeklemmt und haben das mit Lampen gemacht und gezeigt, da gibt es eine spezielle Prüfspitze dafür, wo man ein Kabel auf Last prüfen kann. Was bedeutet das? Verkabelung im Auto oder irgendwo anders kann man mit einem Multimeter zum Beispiel durchohmen. Und wenn jetzt irgendwo zum Beispiel eine Quetschung ist und das Ganze auf ein paar Fasern immer noch hält, dann wird er immer noch Durchgang haben. Aber es reicht nicht aus, dass ein Bauteil genug Strom bekommt. Das bedeutet, man kann Verkabelung auch unter Last prüfen. Das bedeutet, Spannung durchjagen oder halt Strom drauf haben und gucken, ob genug Strom drauf ist, ob es hell genug leuchtet. Und da gibt es halt speziell von Stahlmax so einen Spannungsdurchgangsprüfer. Da muss man das nicht mit, wie wir das mal gemacht haben, eine separate Batterie dazu holen, Kabel extra holen, eine H4-Lampe, das Ganze zwischenklemmen, irgendwie zusammenklemmen mit zig Klemmen. Da haben wir ein separates Video zu gemacht, könnt ihr euch sehr, sehr gerne anschauen. Und wir haben hier einen Kabelbruch und das wollen wir einmal zusammen prüfen, beziehungsweise das Ganze einmal anwenden. Und ja, ich würde sagen, Kauflink ist unten in der Videobeschreibung. Und wie man das Ganze anwendet, wir packen das Ganze mal aus, beziehungsweise es liegt schon da und gucken uns das Ganze mal an. Ich würde sagen, los geht's. Und zwar ist mir aufgefallen, dass die Kommentare etwas abgenommen haben und deswegen haben wir uns überlegt, für die, die fleißig Kommentare schreiben, haben wir überlegt, dass wir immer und beziehungsweise mir fehlt auch immer so ein bisschen der Content, den wir live machen können und deswegen habe ich mir Folgendes überlegt, für die Leute, die fleißig am Kommentare schreiben sind, dass wir dann ein Gewinnspiel machen, dass immer zum Ende des Monats wir ein Gewinnspiel machen für alle Kommentare, die in die Videos gemacht werden. Das heißt, egal unter welches Video ihr Kommentare schreibt, kommt ihr automatisch mit in die Verlosung mit rein oder macht ihr automatisch beim Gewinnspiel teil. Und da haben wir uns Folgendes überlegt, 50 € Gutschein könnt ihr euch dann aussuchen. XXL Automotive Gutschein oder Amazon Gutschein werden wir dann mit euch schon ausmachen. Und das Ganze wird dann immer zum Ende des Monats, das heißt zum 30. oder zum 31. endet das Gewinnspiel und fängt dann immer automatisch am 1. des Monats an. Und da könnt ihr dann gerne unten in die Kommentare, nicht nur unter dieses Video, egal welches Video in diesem Monat rauskommt, da könnt ihr Kommentare schreiben und macht beim Gewinnspiel teil und im Livestream am 30. 31. Wir werden immer diese Livestreams vorab ankündigen, wann die starten und wie viel Uhr, wo ihr dann automatisch zugucken könnt oder ihr werdet dann per YouTube benachrichtigt. Ich habe das Ganze hier jetzt einmal aufgebaut, damit wir das auch mal in der Theorie sehen können, wie das Ganze angeklemmt wird und dann können wir das auch einmal in der Praxis am Fahrzeug sehen. Das hier ist jetzt quasi das Kabel, was im Auto ist oder wäre. Es ist heile. Wir machen es nachher halt kaputt. So, wie gehen wir einmal vor? Wir müssen das Ganze hier einmal aufmachen. Im Prinzip ganz einfach das Ganze. Damit gehen wir an Spannung. Und jetzt gehen wir einfach mit dem einen Ende hier hin an das Kabel und mit dem anderen Ende hier dran. So, und sehen da, es leuchtet. So, wäre das Kabel kaputt, wird es nicht leuchten. Ich denke mal, das ist ganz einfach erklärt. So, und wer keinen Durchgang oder wer eine Quetschung oder sonst irgendwas, wird das Ganze nicht leuchten. Und das Ganze müssen wir jetzt am Fahrzeug einmal prüfen.
So, ich habe das Ganze an eine externe Batterie angeklemmt, weil wir haben das Steuergerät ab. Da ist einmal die Batterie abgeklemmt. So, wir wollen hier das Kabel, was von der Sicherung abgeht, zu dem Motorsteuergerät prüfen. Ich habe das Ganze hier jetzt schon eingepinnt. Hier kann man auch sehen, das Kabel ist kaputt. Wir werden aber gleich das andere Ende noch raussuchen. So, klemmen das Ganze hier einmal an. Das heißt, wir wollen das Kabel, was von der Sicherung zum Motorsteuergerät geht, zu dem Pin, messen. So, dann haben wir einmal die Seite hier und die Seite. Wie wir sehen, wird es nicht leuchten, weil das Kabel ist halt kaputt. Jetzt werden wir das Ganze mal ein bisschen aufmachen und an das Kabel mal dran gehen, weil es ist ja schon interessant, ob er noch irgendwo eine Bruchstelle hat oder ob es reicht, dass wir das hier einmal verbinden und fertig. Jetzt können wir das Ende mal testen, ob es leuchten wird. Hier dran und der muss, da haben wir es. Es leuchtet es. Und hier hat es natürlich nicht geleuchtet, weil das Kabel ja natürlich gebrochen war. Und hier können wir jetzt prüfen, ob die komplette Verkabelung in Ordnung ist oder nicht. Ja Leute, so schnell und so einfach kann das Ganze gehen. Ja, wir werden dann noch ein separates Video zu machen, wegen der Start-Stopp-Geschichte, wegen dem Kabelbruch, damit da auch ein separates Video zu ist. Ausgebaut haben wir es jetzt schon, aber hier geht es halt um die Durchgangsprüfung. Wenn ihr öfters an Verkabelungen arbeitet, dann ist es schon wirklich sinnvoll. Sämtliche Bauteile könnt ihr damit prüfen und ja, ansonsten, man kann es sich auch selber bauen, aber ist eine gute Alternative. Deswegen schreibt mal bitte alles unten in die Kommentare. Haltet ihr es für sinnvoll, nicht sinnvoll? Checkt das Ganze unten in der Videobeschreibung. Mit dem Rabattcode VidjaWolf kriegt ihr nochmal 5%, nee, 10% auf das Werkzeug drauf. Ja, ich hoffe, wir haben das Thema Durchgangsprüfung jetzt auch vollkommen erledigt. Und ja, schreibt alles Wichtige unten in die Kommentare. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!